Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat unter Rückkehrer Thomas Oral neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft. Beim Comeback des 45-Jährigen auf der Trainerbank gewannen die Schanzer das Kellerduell beim MSV Duisburg mit 4:2, 1:0. 4 Tage nach der Entlassung von Orals Vorgänger Jens Keller bleibt Ingolstadt damit zwar Schlusslicht, schließt nach Punkten aber zum vorletzten aus Duisburg auf der noch das Nachholspiel gegen Spitzenreiter 1. FC Köln am Mittwoch 18:30 Uhr in der Hinterhand hat. Dario Lescano 31. 61. Handelfmeter, Sonny Kittel 90. und Thomas Pledel 90.5 sicherten mit ihren Treffern den ersten Sieg der gebeutelten Gäste nach zuletzt 5 Niederlagen in Serie. Stanislav Iljutschenko 46. und Kevin Wolze 90.2 trafen für den MSV. Oral, der den FCI schon von November 2011 bis Sommer 2013 trainiert hatte, ist bereits der 5. Trainer des ehemaligen Bundesligisten in dieser Saison. Der MSV trat vor 14.127 Zuschauern nach zuvor 4 Spielen ohne Niederlage recht selbstbewusst an und kam in der ersten Hälfte alleine durch Moritz Stoppelkamp 11.42 zu 2 guten Chancen. Das Tor erzielte aber Lescano, der völlig unbedrängt zum Kopfball kam. Ebenfalls per Kopf traf Iljutschenko zum Ausgleich, Lescano verwandelte dann aber sicher vom Punkt. Erneut Stoppelkamp 79. Ich vergab in der Schlussphase eine weitere Großchance für gute Duisburger, ehe Kittel den Schlusspunkt setzte.